Guten Tag, hallo, ich grüße euch alle herzlich zu einem quiekenden, ich glaube, meine Stimme ging da gerade ein bisschen hoch. Penis. Zu einem freundlichen Penis und der Cornelius wollte jetzt hier auch weiter ready drücken, damit ich jetzt hier Kenabo mir zurückholen kann. Die Stadt, die bei mir am meisten bisher umkämpft ist. Was? Rang erhöht, politische Intrige. Oh, Attentatsversuch. Okay. Na gut. Moment, so. Was kann ich dem denn geben? Gravitas, Korruption, Autorität. Obwohl, der kriegt ja eh nichts. Ach komm, ich gebe den List. Genau. Was jetzt List? Geheimaktion, ja. Den Kampf mit dir mache ich später. Mit mir? Ja, ich greife jetzt gleich wieder die Stadt an. In deiner Selbstmordaktion. Ja. So. Automatischer Kampf. Und Kinderbomben zurückgeholt? Ja. Wir setzen. Oh nein. Oh nein, was? Ist das eine dumme Drecksau, was der alles hier umgebaut hat? Ich hasse ihn dafür. Das kostet wieder so viel Geld. Geld, Geld regiert die Welt. Attentat. Okay, dafür habe ich auch nicht mal genug Geld. Willst mich doch verarschen, oder? Unter Druck setzen. Wirklich? 600 noch was? 600? Gut. Ihr rückt weiter vor. Mal gucken, ob ich da noch gleich drankomme. Also Kinderboom ist jetzt schon mal erstmal mein. Ende 1000 Abos, die schiffen mal weiter. Die mächtigen Ständer, die könnte ich erstmal upgraden. Okay. Ermöglicht Angst. Oh, Hingabe. Ah, nee. So ist nur Kommandant, okay. Der braucht aber Autorität. Autorität. Damit er keine Malis hat. War schon wieder gescheitert, verdammte Scheiße. Jetzt machen wir mal die YOLO-Aktion gegen deine. Stadt. Ja. Wohl. Tsching. Ach, sind deine Leute dann auch auf den Schiffen direkt? Nee, das ist eine Landschlacht. Das ist die Landschlacht, eine Küstenschlacht. Dass es dann direkt in die Dingens geht? Aber bist du rausgerückt oder wie? Ich habe die draußen gelassen. Die Flotte. Ah, okay, du hast dich nicht in die Stadt reingesetzt, okay. Richtig. Damit du dich den Hafen gar nicht erst blockieren kannst. Erstmal eine Flotte rekrutiert und die da vorgestellt. Nee, ist ja auch in Ordnung, ist ja in Ordnung. Soll ich es noch probieren? Ach komm! Was soll der Geiz? Machen wir! Machen wir! Es ist total bescheuert hier. Guck dir das mal an. Ich habe meine Küsteneinheiten, die musst du fertig machen, um die Schlacht zu gewinnen. Sonst verlierst du. Ja, das ist total bescheuert. Weil es als Küstengefecht gewertet wird?
Weil meine Flotte. Ja, das verstehe ich jetzt aber gerade nicht. Das ist doch voll behindert. Warum sind die da nicht als Schiffe da? Ich auch. Ne, natürlich, die haben doch keine Schiffe, die Soldaten. Die Infanteristen. Die können doch nicht spontan Schiffe bauen. Hast du doch auch, wenn du eine Transportflotte machst. Das ist was anderes, anscheinend. Die sind ja auch gar nicht auf See stationiert, die Einheiten. Die sind ja auf Land stationiert. Die will ich ja gar nicht als Seeeinheiten haben, die sofort fliehen lassen. Dau. La, Grischen. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Komm. YOLO. Da können wir es erstmal schneller machen. Jo. Was? Moment, Moment, es ist erstmal so langsamer. Wieso kann ich nicht bei... Ah, okay. Das muss ich aktivieren extra dafür. Was aktivieren? Damit ich rammen kann. Hm. Total bescheuert. Ach, können doch alle Schiffe von dir schießen. Hm. Okay, die gehen direkt in den Nahkampf? Ja, weil ich sie reingelockt habe in den Nahkampf. Bam. Ich schieb dein Schiff weg. Ich merk's schon. Zu euren Diensten, Unterstützungsschiffe. Könnt ihr mal bitte. Danke. Ich verstehe doch immer nicht, warum die nicht schießen, mein Generalsschiff hier. Ich versteh's nicht. Es schießt einfach nicht. Und weg ist es. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Okay. Ich glaube, dein General ist trotzdem tot. Ja, der ist trotzdem tot. Ist aber auch egal. So. Findiges Opfer. Mass. Kannst du sie weiter verfolgen? Ja. Ah, okay. Na gut, die kriege ich nicht mehr. Gut, dann wird es jetzt danach aufgelöst. Ich habe einen General getötet! Nein, deine Flotte wird noch überleben. Ich will lieber jetzt auflösen. Wofür soll ich die jetzt noch am Leben lassen? Korridon. Hm? 48 aufgestellt, 40 Verluste, 14 getötet. Ja, zwei Schiffe haben von dir überlebt gehabt. Mehr nicht.
Da hat jemand versucht, wieder was zu sabotieren in Massilia. Ich nicht. Ich muss auf jemanden warten. Ein Schiff hat überlebt. Ein Schiff, doch. Mein General. Jetzt kannst du eine neue Einheit aussuchen für ihn. Ich dachte, der General ist tot. Ach nee, der ist geflohen von dir. So war's. Ich sehne mich nach einem Kampf. Ich sehne mich nach einem Kampf. Du kannst ja mal die Runde beenden, West. Ja, ich löse erstmal die Flotte auf. Den brauche ich ja hier nicht mehr. Das bringt nämlich Geld. So, jetzt habe ich das. Ich kann das noch nicht beenden, weil ich muss jetzt erstmal kurz hier hingehen und jetzt da gleich was machen. In Cedar, sag's auch gleich. Nee. Muss mit meinem Berater jetzt in eine andere Provinz reingehen. Ach so. Den hat sie ja da positioniert. Und dann bin ich jetzt aber, glaube ich, fertig. Und sie, da habe ich schon versucht. Oh, versucht, aber nicht geschafft. Nein. Nehme ich an. Yay! Das finde ich doch gut. Glaube ich dir. Ich muss jetzt eine Schlacht schlagen. Wegen Sparta? Richtig. Ach, sie versuchen zu landen. Ja, über See kommen die. Finde ich so geil. Würdest du wissen, dass meine Flotte noch nicht fertig ist. Deswegen kann ich ihnen nicht eine Flotte entgegenschmeißen. Kann ich als Grieche spielen? Nein, das ist nicht dein Klientelkönigtum. Er ist aber Grieche. Na und? Heißt das, dass ich gleich alle Barbaren spielen kann, die gegen dich kämpfen? Nee, das ist was anderes. Nein. Ich könnte genauso gut die Geier und Kelten alle gegen dich spielen. Dann würdest du verzweifeln, ja. Naja. So. Bestimmt wieder hier drüben an Land gehen, so wie ich ihn kenne. Ich wüsste es, aber ich sag's dir nicht. Was wüsstest du? Wo er vielleicht landen würde, aber... Obwohl, nicht stimmt, du kannst ja genau dasselbe sehen wie ich. Ja, eben. Ich habe einfach so verdammt viele Fernkämpfer, ey. Du kannst hier nicht kämpfen. Ja, ja. Das sind überall blaue Striche. Sie verwirren dich. Hier ist auch noch rote Striche dabei. So. Viele, viele, viele Fernkämpfer damit dabei. Ja. Okay, die haben keine Sandalen an. Nö, die Spartaner kämpfen mit nackten Füßen. Das ist seit dem Wrath of Sparta DLC so. Okay. Komisch. Das waren noch richtige Männer. Oh. Das Geile ist ja, die Fußsoldaten laufen nackt rum, also mit nackten Füßen. Aber wenn du jetzt mal die Bürgerkavallerie anguckst, die haben Schuhe. Ja, weil es ja auch keine Spartaner sind. So rein von der programmiertechnischen Grundlogik dahinter. Okay. Und die Plänklerinnen, warum haben die dann Schuhe an? Weil die halt keine Männer sind. Achso.
Und warum hat der König dann Schuhe an? Oder die königlichen Spartaner? Ich kann nicht die haben sie gar nicht. Geben. Nee, die haben doch nicht. Das sah nur so aus, weil sie Knieschoner anhaben. Voll dumm! Oh. Die Bürgerkavallerie steckt was ein. Ja. Und die verliert keinen Mann. Zu gut. Zu gut. Okay. Der hat keinen einzelnen Soldaten verloren. Da bringt es nichts. Da bringt es nichts. Alle Leute gehen an Land und nicht lange Fackeln. Okay. Also keine Fackeln mitbringen. Genau. Ja, das Interessante wird das gegen die spartanischen Hopliten für dich. Ja, was sind die eigentlich? Die gehen einen Umweg. Super. Hm? Ne, da sind zwei. Und die königlichen Spartaner. Uiuiui. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Ja, anstatt halt einen organisierten Angriff zu machen, machen wir einfach mal einen sinnlosen Angriff. Yay. Das tat wie. Was macht ihr da? Schmeißt euch den eigenen Soldaten in den Rücken rein. Unser General wird angegriffen. Unser General wird angegriffen. Und jetzt machen wir wieder eine Parade und laufen vor denen weg. Ah, obwohl, das war gar nicht so dumm. Der ist jetzt nämlich deswegen hier jetzt bei dir reingekommen. Ja, nicht wirklich schlimm. Nö, also auch nur so teilweise reingekommen, aber du weißt ja schon. Da hinten sind auch spartanische Blieben, das finde ich nicht so schön. Galatische Schwerter. Ja. Was für ein komischer Angriffsmove. Peng, zerschießt die Beltasten. Ja, okay, jetzt hast du ordentlich da was verloren, weil es auch vor dir weggelaufen bist und die jetzt in deinen Rücken chargen konnten. Ja. War vielleicht nicht so gut. Hat er immer noch Truppen auf dem Wasser? Jetzt läuft der von dir weg. Genius. Ey, warum ist ein Schildwand drinne? Klatsch, klatsch. So, der Jen ist gleich tot. Ja. Dann sollst du wesentlich bessere Chancen haben. Ja. Ist tot. Never had expected. Voll lustig hier. Deine Truppen sind im Rücken von dem und die geben auf. Ja. Okay, jetzt kommt deine Kavallerie. Peng! Das hat 12 Mann gekostet. Ah, oh, okay, ein paar mehr jetzt. Hauptsache, die kommen immer noch nicht an Land. Elite-Bogenschützen! Schwörter! Galatische Adelige!
Die tun aber weh. Ja. Das machen sie in der Tat. Na, Steinschleuder im Rücken ist böse. Ja, das ist das Problem gerade. Vor allem, die kommen auch immer weiter ran. Die kommen einfach so eine Distanz gerade. Ich kann machen, was ich will. So, jetzt sind die wenigstens tot hier. Jetzt konzentriere ich mich auf die Fernkämpfer. Warte mal, wie viele Gorgosplänklerinnen hat der denn hier? Vier Stück? Aber der schießt nur mit einem. Nein! Hat keiner raufklicken wollen. Also ich würde mal die versuchen, da mal wegzuholen. Ich hol dir hier gerade alle weg, die Soldaten. War eigentlich auch auf die Gorgosplänklerin bezogen, dass du vielleicht mit deiner Fernkampfoffensive mal ein Schiff nach dem anderen wegholst. Das schaffe ich nicht. Da warte ich mal, bis die Kavallerie da ist. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Ich sorge jetzt dafür, dass er weiter nach hinten kommt, dann flankiere ich ihn. Wie sie die Truppen jetzt einfach nicht an Land setzen. Ja, das will er einfach konsequent nicht machen. Ja, hier ist ja ein kompletter Abschnitt frei. Ist aber echt gefährlich, das Zurückziehen gerade gewesen. So. Nein! Ja, das war klar. Ich wollte gerade noch was aktivieren, ey. Egal, die pieken Falken noch. Du kannst die Schlacht ja auch noch gewinnen komplett. Natürlich, ich habe ja noch viel Munition. Das ist ein schrecklicher Dadurch, dass er die Hälfte wieder seiner Armee nicht an Land bringt, das ist echt verbuggt. Also ich find's traurig langsam. Das werden sie nie patchen, West. Das kannst du jetzt so oft traurig finden, wie du willst. Das werden sie für dieses Spiel nicht mehr patchen. Ja, ich bin deswegen wegen sowas mich auch nur überhaupt noch anlegen, ob ich mir überhaupt das nächste Totalbohr holen werde. Ja, mit dem Bohrhammer. Ich kann jetzt schon sagen, dass die KI sich ja genauso Bescheid anstellen wird. Ja, die setzen sich langsam so mit EA gleich, finde ich. Irgendein Spiel rausbringen, wenn man... EA macht da weniger Probleme. Ich muss sagen, Battlefront ist jetzt ein unheimlich verändertes Spiel. Okay. Unheimlich gut gemacht. Ich kann mich nicht beschweren. Es war ein bisschen teuer, aber es macht keine Probleme. Das ist neu. Dass EA nicht kacke programmiert. Okay, was heißt kacke programmiert? Programmieren tut die nicht kacke, nur ich vermute immer meistens, dass die den Programmierern einfach nie genug Zeit geben oder die Mittel, das zu tun. Hauptsache ganz viele Spiele auf einmal raushauen. Alter, die schießen frontal drauf und trotzdem verrecken die Bison. Ja, guck mal, was ist auf wie viel Dinger das jetzt sind hier, ne? Ja. Und wenn man die ganze Zeit so hin und her läuft, können die auch ihre Dinger nicht vernünftig ausrichten. Ja genau, jetzt machen wir noch hier eine Parade. Nee, der macht das ja wegen den Infanteristen, die da an der Seite sind. Peng! Eingeschaltet, Spürkraft weg. Nee, nicht ganz. So lächerlich. Oh. Oh, ich seh's gerade. Die sind tot. Nee, noch leben sie. Nein, die sind tot. Noch leben sie! Die wissen's nur noch nicht. Ich sag es doch, ne? Die wissen es halt nur noch nicht.
oder wussten es. So, die sind tot. Super. Ich habe noch unheimlich viel Munition. Echt? Ja. So ungefähr okay. Die Hälfte. Naja, das ist ein Steinschleuder recht hart. Steinschleuder. 32 Munition, leck mich am Arsch. Hast aber auch gebufft, ne? Was? Munition. Wieso hab ich die gebufft? In irgendeiner Form, mit irgendeiner Technologie oder so. Ich hab die gepusht, ja. 19, ja, das ist schon ordentlich krass. Nein, was macht ihr da? Die schrotten mir einfach meine Kaff. Meine eigenen Leute. Ja. Ich finde aber hier bei Rund 2 ist auch die Auswirkung, dass der General stirbt, gar nicht mal so extrem, ne? Nö, ist er auch nicht. Nur bei den Barbaren ist er relativ stark. Du bist ja theoretisch Barbar. Ja. Aber ist nicht bei dir so extrem. Die Leute sind alle noch zuversichtlich. Nicht so extrem wie bei Attila, aber trotzdem ist sie schon relativ stark. Was meinst du, wieso vorhin meine ganze Infanterie geflohen ist? Naja, die war auch ziemlich stark umzingelt und sehr stark angekratzt. Also die hatten auf jeden Fall keine Chance mehr. Also sah für mich nicht so aus, nur wegen dem General. Der General hat natürlich sein Übriges dazu getan, dass ein paar Punkte waren, aber es war nicht so viel. So, macht man die Spartanen jetzt platt hier. Zack. Eine unserer Einheiten hat ihre so, eine Einheit hat jetzt keine Munition mehr. Das sind die Bogenschützen. Okay. Aber die Steinschleuder haben noch. So, dann geht mal drauf, machen wir den letzten periodischen Elitentrop fertig hier. Oh ja, der voll am Schreien, so Angriff. Oh, oh, oh. Ja. Weil er einen Stein abbekommen hat. Die sind weg. So, die da hinten kann ich nicht angreifen. Das ist ja Munitionsverschwendung. Und wen? Die Schiffe. Ich habe nicht genug Munition, wenn ich die jetzt beschieße. Abgesehen davon, dass meine Einheiten sowieso verrecken wurden, weil sie in alle Richtungen schießen können, seine Gorgosplanklerin. Der soll einfach nur mal in Land kommen. Der hat hier einen freien Spot. Hier. Der Witz ist dabei, wäre da in Land gekommen, hätte er sogar gewonnen. Wahrscheinlich, ja. Wenigstens ist seine ganze Infanterie tot. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal komme, kann ich mich sofort die Stadt erobern. Ja, versuch. Obwohl, du bist ja nicht am Angreifen. Ne, wohl eben habe ich auch verteidigt, ne? Ja. Versuch dich ein bisschen mal zu bewegen, den dann irgendwie an Land zu bringen. Ja, ich bewege meine Einheiten gerade in Richtung Stadt, vielleicht kommt er dann rein. Es sieht schon fast so aus, als würde er jetzt irgendwann mal irgendwo an Land gehen wollen. Ja, vielleicht auf der rechten oder linken Seite vom Land aus gesehen. Das könnte sein. Wäre sogar ganz gut, dann kann ich da in den Wald reingehen. Mal hier drüben jetzt? Anscheinend. Einer geht hier an Land. Ja, die gehen jetzt ran. Okay. Der kann von hinten ja wenigstens nicht drauf schießen. Ich glaube, du kannst immer noch schneller machen, ja. Da passiert nichts. Geht er jetzt mit allen hier an Land? So, ich gehe jetzt in den Wald da zurück. Da verliere ich am wenigsten Leute, wenn ich schieße. Die schaffen es da wirklich noch alle an Land dran, oder? Nö. Doch nicht. Was ich gerade ganz witzig finde, ist das Kräfteverhältnis.
Ja, seine Plankerin sind auch extrem stark. Die kosten einfach verdammt viel. Wieso kann er die noch sehen? Leck mich! So, geht er mal bitte irgendwann an Land hier? Geht doch. Noch nicht. Nicht vorrücken. Ich hab's nur ein bisschen folgen lassen, dass wenn er rauskommt, dass er sofort beschossen wird. Okay. Und zwar jetzt. Ja, jetzt kannst du. Ja, die sind halt Stein ausgewichen. Ich will halt die Hitbox des Waldes ausnutzen, dass ich da jetzt weniger Männer verliere. Ja, das ist schon klar. Aber der wird jetzt in die Stadt gehen. Kann sein, dass du jetzt also gleich in die Stadt laufen musst, wenn der komplett gelandet ist. Der eine Trupp wird nicht hinterher rennen, oder? Ne, der kämpft jetzt. Der kämpft jetzt. Oh mein Gott, fliegender Steine. Du bringst Frauen um, du Mörder. Ich weiß. Kein Mann. Die hätten einfach zu Hause bleiben sollen. Der ist weg. Peng. Der war einmal der Trupp. Ja. Ja, jetzt muss in die Stadt rennen. Jetzt schaue ich mir den nächsten. Ich glaube nicht, dass du dir noch irgendwas rauspicken kannst. Die werden sich jetzt alle zusammenstellen. Hm. Unsere versteckten Einheiten wurden. Mach mal wieder schneller. Mach ich auch. Ich muss gucken, welche Richtung die sich alle drehen hier, und dann kann ich entscheiden, wo ich angreife. Ach, das ist einer von den Pilotenspeerträger. Das sind keine Gorgus-Plänklerinnen. Nee, hab ich auch schon gesehen gehabt. Ja. Die stellen sich alle in die Richtung auf, wo der ich gerade bin. Also gehe ich nach drüben. Ja, aber die werden sich ja genauso dann wieder umstellen. Und ich weiß jetzt halt gerade nicht, weil wenn du jetzt... Deine Steinschleuder können da nur gerade schießen, ne? Richtig, richtig. Wenn ich jetzt hier drüben reingehe, bin ich tot. Wobei, nee, warte mal. Ich kann die Speerkämpfer erstmal ausschalten. Ich wollte gerade sagen, du kannst doch eigentlich hier hinstellen und dann die erste Linie erstmal killen. Mhm. Dann kommt er wahrscheinlich nach vorne und sobald er nach vorne kommt, kann ich die Kaff reinjagen. Und die Bogenschützen, die noch keine Munition mehr haben. So, hier mit euch bitte. Und da passiert nichts. Nichts bewegt sich. Mhm. Doch, jetzt. Du hättest nur einen Trupp nach vorne gesetzt. Jetzt kannst du nur einen Trupp beschießen. Ja. Oder? Dann bewegt sie alle. Wenn sie sich jetzt gegenseitig blockieren, wäre super. Werden sich auch schön ineinander. So, renn mal bitte vor hier. Wir schicken jetzt die Bogenschütze in Nahkampf. Die Kaffee jag ich schon hinten oben rein. Wollte ich gerade sagen. Du musst sie aber langsam mal losschicken. Mach ich jetzt auch. Willst du keine längere Linie mit deinen persischen Bogenschützen nehmen? Mach ich doch gerade. Das war gerade eine Sache, die ich jetzt gemacht habe. Und rein da. Da kommt er jetzt nicht weg. Würde der schießen, hätte die jetzt fast die persische Söldnerkavallerie abgeschlachtet. Ja, er konnte es ja nicht sehen. Der Charge hat richtig gesessen gerade. Schieß rein. Mach ich ja gerade. Die Schlacht wendet sich ja, zu die fliehen. Ja. Weg sind sie. Ja, die müssen noch sterben hier. Okay. Dann ist es geschafft.
So. Ein Hoch auf die Briten in persischen Kavalleristen, ey. Die haben im letzten Charge schon mal 60, 70 Leute gekillt gehabt. Naja. Das sind ja halt auch nur Steinschleuder im Endeffekt, ne? Naja. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Jag den mal bitte hier und du gehst mal jetzt hier drauf. Ah, die Bogenschützen sind schneller als die Gorgos-Plänkerinnen hier. Finde ich gut. Macht sie fertig. Macht sie fertig. Ja, ein paar wirst du noch bekommen, aber ich glaube nicht alle. Mal schauen. Außer wenn die die Richtung wechseln. Hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ist gut machbar. Na, jetzt schon, nachdem die die Richtung gewechselt haben. Weil sonst wären sie jetzt weg. Oh, eine Frau konnte entkommen. Oh mein Gott. Ah nee, es war ein Typ. Aber hier fliehen ein paar Frauen. Ah, die werden auch entkommen. Ja. Vielleicht bis auf eine. Nee, nö. Ist auch weg. Ja, wir haben das geschafft. Spartaner besiegt. Uah. Ja, aber auch nur wegen eigener Dummheit. Ja, so ziemlich. Aber es ist egal, es kommt ja im Endeffekt nur aufs Ergebnis an. Dann hätte ich dabei eben auch stehen bleiben können. Oder nicht? Wo stehen bleiben? Namtes oder wie auch immer, weil die KI sich in die Mitte gesetzt hat. Namneten, ja genau. Namnetum. Ja. Wenn es aufs Ergebnis ankommt, hätte ich mich dann einfach stehen lassen, stehen bleiben können, hätte ich dann den Sieg abwarten können. Ja, das habe ich ja nicht gemacht. Nee, habe ich ja nicht gesagt, aber du hast ja gesagt, nur das Ergebnis zählt. Aber wir müssen jetzt aber auch nicht wieder klugscheißen hier, weißt? Doch, nein. Das macht mir einen Spaß. Nein. Doch, ich scheiß dich gerne an. Nein, da hat eine Einheit überlebt. Oh nein! Bei mir haben alle überlebt, bis auf meinen General. Auch nicht schlecht. Danach werden wir den Part beenden. Wir haben jetzt schon fast 40 Minuten auf dem Buckel. Ja, einfach nur noch das Ding da durchtriggern lassen und richtig, dann... Richtig. Dumm, die dumm, die dumm. Schade, dass das nicht funktioniert hat mit dem Vergiften. Schade. Ich hätte nämlich dann doch gut anders enden können für dich. Wieso? Sophie, hättest du gar nicht gekillt? Weiß ich nicht. Oh nein! Fick dich! Nein! Was denn? Ich will Frieden. Der hat mir eine Stadt geklaut. Ich will meine Stadt wieder haben. War das einer der Guten? Nee, warst du nur kein guter General. Gut, Leute, ich würde sagen, an der Stelle kann man den Part auch beenden. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt eure Meinung mal in die Kommentare rein. Wir haben natürlich hier gerockt, was das Zeug hält in den letzten Folgen. Die letzten 6, wir haben jetzt gerade eine Aufnahmesession am Stück gemacht. Das ging ja ganz schön ab schon. Ja. Ich würde sagen, in dem Sinne. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.